Immer wenn sie einen von Virtue Drakes Plane vereiteln, kommen sie der friedlichen Kolonisierung des Mondes einen Schritt näher. Weiter so. So. Okay, Navikov-Krater, die... Jetzt beenden wir das Ding da oben. Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich kann ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der NEC bieten. Alles in Ordnung. Wenn sie handeln möchten, finden sie mich hier. So. Die wollen bionische, Verjüngungskorn meine ich, nicht bionische Erweiterung, die wollen sie auch, aber Verjüngungskorn wollen sie vor allem. Bau abschließen! Landeplätze sind bereit für Frachtshuttles. Jetzt können sie interorbitale Transportrouten einrichten. Aber das heißt nicht, dass ihre Kolonie sicher ist. Die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ich empfehle, dass sie ihre Kolonie so unabhängig und autark wie möglich machen. Ja, passt. Verjüngungskorn von da nach da. Nicht so viel. So, ist okay. Hier oben sind ihre Kolonisten immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Tja. Nein. Verbunden. Wunderbar, wa? Produzieren Sie bionische Erweiterungen. Bauen Sie Wartungsstationen. Produzieren Sie Mondnahrung. Alles klar. Wir haben nur noch 1700 hier oben. Also, Bilanz. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Bionische Erweiterung. Das ist... Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Das brauchen wir. Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden. Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Das wäre ein gutes Geschäft. So, erstmal für Strom sorgen. Dann dafür Schilde. Den kann ich auch noch ausbauen. Zack. Transportbasis hier. Und... Oh. Kritikbilanz. Okay. Bionische Erweiterung. Der menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit geeignet. Zum Glück hat ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken für ihre Astronauten zu verringern. So. Alles installiert. Probier es aus. Warte mal, was war das? Logistik, Arbeitskraft, Energie. Okay. Passt soweit. Aber so viel ich sehe, könnte ich hier zum Schutze der Bilanz eins wieder abreißen. Das tut zwar jetzt leicht weh, wegen 100%. Nee, das... Doch, das geht. Alter. Okay. Gut. Jetzt haben wir einfach mal Magnetit weggeworfen. Ups. Ja, das war schlau von mir. Ich viel schlau bin's. Bin's sein. Ja. Okay. Mond. Bionische Erweiterung von da nach da. Passt perfekt. Jetzt müsste gleich meine Bilanz wieder im Positiven sein. Hier müsste jetzt erstmal alles geregelt sein, ne? Alle möglichen Dinge sind positiv. Sehr gut. Also, muss ich hier schauen. Aber ja, das sieht gut aus.
Jetzt gehe ich wieder zurück hierher und mach mal, kümmere mich mal um die Intelliware. Ja, na toll. Willkommen zurück. Ja. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Gut. Also, hier möchten ein paar aufsteigen. Also, das ist eine nette Überraschung. Was möchten Sie von mir? Jetzt nichts, danke. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsmitteln. Das sieht so gut aus. Intelliware ist uns zu wenig. Wir haben aber eine negative Bilanz und die ist... Firma unter neuem Titel geführt. Was? Lokaler Mitbewerber. Ah, okay. Ui, wir wachsen. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Ja, das ist mir bekannt, ist mir bekannt, ist mir bekannt. Gut, okay. Machen wir erstmal das dann. Oh, danke. Gut. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. So. Jetzt haben wir wieder minus 2 bionisch. Bionische Erweiterung. Das passiert halt. Aber minus 33 Intelliware. Und darum wollte ich mich als nächstes kümmern. Genau, darum wollte ich mich als nächstes kümmern. Soweit der Rest sieht ja soweit ganz gut aus. Nur die bionischen Erweiterungen sind zu wenig. Okay. Also. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ionische Erweiterung. Ich könnte. Einfluss erreicht neue Stufe. Ja, mach ich jetzt erstmal hier. Also, Nanotextile brauchen. Intelliware brauchen Mikrochips und Flachsfasern. Das dürfte das hier sein: Flachsfasern. Okay, das geht relativ einfach. Mikrochips brauchen auch noch Silizium. Was ich aus einem Bergbauplatz herausbekomme. Gut. Aber ist ja noch relativ easy. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt irgendwie. Und das lässt sich ja hier bauen. So, und dann flapp, haben wir genügend davon, aber zu wenig davon. Da können wir noch was bauen. So, jetzt haben wir schon mal Silizium, 20 Stück. Für 4 Silizium kriegen wir 4 Mikrochips. Heißt, wir haben hier auch wieder 20 Mikrochips. Und aus 2 Mikrochips werden 6 Intelliware. Das passt also schon mal. Jetzt brauchen wir noch Flachs. Das ist so eine schöne kleine Fabrik. Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Ich habe schon wieder zu wenig. Ja, mach ich gleich. Plus 30, minus 10, da haben wir jetzt zu wenig. Und da haben wir plus 13. Heißt also, von dem da könnte ich noch eins hinsetzen.
habe damit noch genug Platz, damit ich da was reinsetzen kann. Gut. Habe ich hier noch einen? Ja, ich habe hier noch einen Bordplatz. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Also ich baue hier noch so eins dran. So. Jetzt brauchen wir noch eine Intelliver-Fabrik. Ist die riesig. Die gehen. Trotzdem soll im ersten Moment. What? Mir fehlt ein Graphen. Du willst jetzt nicht. Graphen. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass es an einem Graphen hängt. Wie viele kann ich da bauen? 4 von 6, also. Gut, es fehlt noch ein bisschen mehr. Du hast Graphen für mich. Willkommen an Bord, mein Freund. Hey, komm doch rein. Aber du hast einen Teddybär. Das erschwert die Arbeit nur. Möchten Sie etwas dagegen tun? Sie haben meinen... Das ist gerade reingekommen. Sieht dringend aus. Perfekt! Fracht annehmen. Das mit der Bilanz wird schon noch. Läuft alles nach. 1480 Superlegierung, bringen Sie die Fracht zu ihr. Ja. Graphen. Ich habe ganz vergessen, dass es die Möglichkeit gibt, an dieses Zeug gekommen zu kommen. Also hier zumindest. Wenn wir Glück haben, wird der Auftrieb die Systeme der Arche starten und ein paar Volt aus ihrer Batterie kitzeln. Okay, die Haken sind befestigt, Bergung beginnt. Und wieder aus. Aber ist Ihnen klar, was wir hier gefunden haben? Das ist eine Eve-Einheit. Ich muss mir Zeit nehmen, sie näher zu untersuchen. Es wird schon einen Grund haben, dass sie am Boden ist, ne? Neue Firmenstufe. Stufe 17. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Vorgang abgeschlossen. Vielen Dank. Sehr gut. Jetzt packe ich noch den da dran. Und die Bilanz scheint sich von selbst wieder zu erholen. Das ist interessant gerade. Folgen Sie dem Signal der Drohne. Volle Kraft voraus. Ja. Im Gange. Na. Im Gange. Roger. Ein anderes Spiel. Volle Kraft voraus. Folgen Sie dem Drohnensignal. Sind unterwegs. Sind unterwegs. Hat das schon was gefunden? Nee, was muss man eigentlich aufsammeln? Sammeln Sie unbekanntes Objekt 2. Sind unterwegs. Okay, die können also praktisch überall sein, sehe ich das richtig? Volle Kraft voraus. Oh, tolle Sache. Ja, es macht so Spaß, es macht so Spaß.
Roger. Da ist er. Verstanden. Es wird stärker. Oder auch nicht. Im Gange. Bestätigt. Da ist er. Volle Kraft voraus. Da runter jetzt. Im Gange. Wo sind unterwegs. Ding lang. Es wird stärker. Verstanden. Da ist es. Gut zu wissen, dass wir Leute wie Sie in leitender Position haben. Gell? Sag ich auch immer. Wenn Sie ein bisschen Iridium, meint Sie eine positive Credit-Bilanz. Genau, das muss ich jetzt als nächstes erreichen. Und ich bin gekommen. Wir setzen normalerweise keine Gewalt ein. Aber diesmal fordere ich Sie ausdrücklich dazu auf. Schau wieder die Tonra-Linie. Na gut. Aber nicht diesmal, die haben wir gerade. Die haben wir erst in dieser Aufnahmesession. Wollte ich nicht nur eine Folge lang aufnehmen? Bin ich jetzt echt wieder bei... einer Stunde 30. Wunderschön. Wunderschön. Okay, positive Credit-Bilanz. Wollten wir. Da sind wir stehen geblieben. Was haben wir denn momentan? Wir haben noch 10 Flachs übrig, wir haben noch 22 Mikrochips, also steht einer zweiten Intelliware-Fabrik nichts im Wege, außer vielleicht der Platz. Bauoptionen erweitert. Warum ist hier eigentlich eine Straße? Passt trotzdem nicht. Egal. Intelliware wieder gut? Ja. Flachs scheiße. Okay. Wo ist die Flachsmaschinerie? Da ist sie doch. Bin mit allem im Plus. Yay! Alles klar. Dann können wir ja jetzt wieder hier rüber gehen. Und da noch ein bisschen. Hier sind noch 3 von diesen Reisfarmen. Reis haben wir noch plus 18. Eine macht 5. So. Dann Obstplantagen. Eine macht 8. Wir haben 0 momentan. Okay, da müssen wir tatsächlich was justieren. Also nehmen wir die mal und setzen die hier drüben hin, wa? So. Plus 48. Und damit können wir 6 von diesen kleinen Dingern mal löschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir sind immer noch bei 0. Und die letzte können wir auch noch darüber setzen. Zack. Da haben wir ja noch mehr Reisfarm.
ist Qualität, wie du siehst. Obwohl mich das jetzt doch ein bisschen ankäst hier. So. Ach, Erd. Na gut. Dann nutze ich den Platz da oben. Jo mei. Um ein bisschen Arbeitskraft zu sparen, ne? Und hier kann ich noch... Ich brauche nicht zu wenig dafür. So. Also man kann es tatsächlich so weit treiben, dass hier dass sie null auf null sind, so viel ich weiß. Das ist schon irgendwie pretty cool, aber boah, gut. Also, was hier Arbeitskraft, ne? So, zack. Keine Arbeitskraft mehr benötigt, alles mit Maschinen genutzt. Ist ganz nett. Obwohl hier immer noch Menschen rumlaufen, wenn ich das richtig sehe, aber das ist halt die. Das ist halt die Dings. Außerdem. Ja. Was regelt mich überhaupt auf? Ich reg mich ja nicht auf. Ist ja schön so. Gut. So, und das wollte ich jetzt einfach mal vorab zeigen. Ich weiß nicht, wann das im Spiel dran gekommen wäre, aber ja, so sieht es übrigens aus, wenn man stirbt. Das wollte ich jetzt auch mal demonstrieren. Das war auf jeden Fall Absicht.